Hey Lucky, was machen wir heute? Ein Fernsehabend. Was, ein Fernsehabend? Ja, wir kochen was. Ja, für den Fernsehabend brauchen wir ein Popcorn. Also ein Popcorn brauchen wir da? Aha, das sind so Maiskörnerl, gell? Ja, und was brauchen wir noch? Ein AMC-Dopf. Ein AMC-Pfann, hätte ich gesagt, oder? Ja, ein AMC-Pfann. Und ein bisschen und Öl. Ein bisschen Öl. Genau. Und dann legen wir gleich los, oder? Ja. Also wir tun da in unser Pfanne ein bisschen Öl rein. Am besten, wenn es. Kippt noch was rein. Das darf schon schön bodenverdeckt sein. Ein bisschen was noch. Ja, tu noch was rein. Gell? Also, wer es ganz genau oben essen mag, auf die 28er Pfanne. Ja, das klang jetzt leicht. Auf die 28er Pfanne ungefähr 50 Gramm oder 50 Milliliter Mehl. Und dann brauchen wir ungefähr 150 Gramm Mais. Den tust du ein bisschen vorsichtig verteilen, dass der so überall ein bisschen auf den Boden aufliegt. Gell? Ja, genau. Ganz gefühlvoll macht er das, der Lucke. Auch wenn es um einen Fernsehabend geht, gell, da hat er immer gute Ideen. Schau mal, jetzt zeige ich dir noch einen Trick. Du tust es da so ein bisschen rütteln, gell, und dann seht ihr das, und dann verteilt sich euer Popcorn ganz von selber. Gell. Am allerbesten geht es mit zwei Händen. Genau. Und dann schaltet man einfach einen Strom ein. Da gibt es jetzt noch einen kleinen Trick. Wenn man eine große Platte hat, dann schaltet bei dem Gericht nur die kleine ein. Okay? Das könnt ihr natürlich auch mit dem Navigenio machen, da geht es natürlich noch schöner, weil da geht es auf Automatik. Aber da schaltet ihr jetzt gerade die mittlere Platte ein. Genau. Und das sieht man jetzt gleich, weil die rot wird. Und dann holzt man das Ganze auf. Genau, seht ihr das? Und dann holzt man das Ganze auf, dass du mir einen Deckel auf, Lucki. Nur bis zum Kotelettfeld, und sobald der Zeiger am Kotelettfeld ist, schaltet man gleich einen Strom aus. Und das war's dann schon. Mehrer gibt's überhaupt nicht. Oder? Ja. Und dann lassen wir's krachen. Mir ist dem Lucky noch eingefallen, dass er salzige Popcorn mag. Also, die haben ein bisschen Salz drauf. Okay. Genau. Falls ihr ein bisschen drauf, so viel oder so wenig, wie ihr wollt, müsst ihr ein wenig ausprobieren. Okay. Nachsalzen kann man immer noch. Und wer jetzt sagt, salzig mag ich's nicht, der tut halt dann ein bisschen Puderzucker drüber. Also, das ist wurscht, wie sie es macht's beim. Genau. Weil Zucker und Salz ist ja fast das Gleiche. Ist fast das Gleiche, genau. So, Deckel drauf und aufheizen bis zum Gemüsefeld. Wir haben jetzt vorher einen Piepser aufgetan. Der ist jetzt genau bei 80 Grad. Und jetzt schalten wir unseren Strom aus. Von 9 einfach auf 0. Okay. Und man, Lucke, hörst du das schon, wie das schön kracht da? Ja, zuerst. Genau. Das ist der Sturm im Wasserglas. Man sieht jetzt da, wie da die Dampfschwaden da rauskommen. Gell? Das ist jedes Mal bei so einer Explosion. Okay. Genau, und das dauert jetzt ungefähr Minuten und dann ist der ganze Deckel mit Popcorn voll. Oder? Ja. Ich habe jetzt aufgehört da zum Krachen und da würde ich sagen, schauen wir mal rein, oder? Ja, Wahnsinn! Schau dir das an! Ah, das kracht da immer noch. Okay. Die ganze Pfanne voll mit Popcorn. Ha, was sagst du jetzt da? Ja, dann würde ich sagen, braucht man viel mit Überlänge, gell? Weil sonst bringen wir das gar nicht her. Also probiert es aus, das geht super, das geht auch mit kleineren Pfannen, geht auch mit größeren Pfannen und ist auch für jeden Kindergeburtstag ein Riesengaudi. Also viel Spaß beim Popcorn. Da seht ihr, wie unten die Pfanne ausschaut, gell? Der fällt da natürlich gar nichts. Gell? Das ist Picobello. Da haben jetzt noch ein paar Salzkörnchen drin. Jetzt gibt es natürlich noch Trick 17, weil wenn man jetzt dann sagt, oh, das ist ja vielleicht noch nicht so salzig oder vielleicht noch nicht so süß, dann tust du das Ganze am allerbesten in so eine 28er AMC-Schüssel rein. Tust ein bisschen Salz noch mit drüber, gell? So viel wie man will. Und dann macht man das Ganze mit der Schüssel zu. Lucke, jetzt tust du da mal ein bisschen Shaking. Gell? So gescheit einmal anschütteln. Ah, ja, genau. So ein bisschen. Shake, shake, shake. Ja, genau, da tust du schon mal gescheit schütteln. Shake, shake, shake. Und dann ist es sauber durchgemanscht. Ja, ich hoffe gerade, dass du einen Deckel nicht aufmachst. Ja? Haben wir alles schon gehabt. Gell? Ja, genau, so ungefähr. So, und jetzt ist alles schon durchgeschüttelt. Jetzt könnt ihr richtig loslegen. Gell?